können wir die 5000 Meter Marke knacken. Der ultimative Reichweitentest für die DJI Mavic 2 Zoom und Pro und gleichzeitig auch der Akku- und Flugzeit-Langzeittest und das Ganze über offenem Ozean. Willkommen auf drohnen.de zum ultimativen Reichweitentest für die DJI Mavic 2 Zoom und DJI Mavic 2 Pro und das Ganze über offenem Ozean. Wir sind extra für euch natürlich in ein Land gereist, wieder wo es keine Drohnengesetze sonderlich gibt, sodass wir hier komplett legal den Reichweitentest machen können und wo es auch kein Auslieferungsabkommen gibt. Nein, Spaß beiseite. Ihr dürft das Ganze in Deutschland natürlich nicht machen und damit ihr trotzdem mal seht, wie weit das Ganze reicht und wie groß die Puffer sind, die DJI Mavic 2 hier hoffentlich hat und wie nah man an die 5000 Meter rankommt, die DJI hierfür angibt. Da bin ich selber mal sehr gespannt drauf. Dafür machen wir den Test hier für euch. Das Ganze dürfte aber auch ein Test für die Akkus werden, also für die Flugzeit, denn bei so einer Reichweite ist die Frage, ob der Akku nicht sogar als erstes aufgibt. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ich bringe die DJI Mavic 2 erstmal in die Luft. Ich denke, dann haben wir noch genug Zeit, wenn alles gut läuft, um uns dann noch ein bisschen zu unterhalten, dass ich euch noch einiges über die Übertragungstechnologie erzählen kann und über unseren Test hier. Also bis gleich und wir starten. So, dann wollen wir mal starten. Ich bringe das Gerät mal in die Luft und legen jetzt ein paar Meter zurück. Damit ich euch beiher ein bisschen was erzählen kann, werde ich jetzt mal den Flugmodus Tapfly aktivieren. Hinten am Horizont einen Punkt setzen und dann starten wir mit dem Ganzen. Wir machen das Ganze hier jetzt in einem Land quasi ohne sonderliche Gesetze für Drohnen und ohne Auslieferungsabkommen und so weiter und so fort. Ganz einfach deswegen, weil ihr dürft in Deutschland das ja nicht legal machen. Das heißt, ihr dürft in Deutschland ja nur, ich setze hier die Geschwindigkeit mal hoch auf 28 km/h, ihr dürft das in Deutschland ja nur machen, ihr dürft ja nur in Sichtreichweite fliegen und damit ihr in Deutschland nicht rumtesten müsst und hier illegal Reichweitentests macht, was wir wirklich euch davon abraten wollen, was auch einfach illegal ist und natürlich auch gefährlich, machen wir das hier für euch, sodass ihr euch das Ganze hier in Ruhe angucken könnt. Ihr habt dann kein Risiko für eure eigene Drohne. Ihr könnt sonst nichts anstellen, sozusagen, dass irgendwas passiert. Und wir machen das selbst hier erstens mal ganz früh am Morgen, wo wir weder hier die Urlauber stören, noch die Angler oder Einheimischen oder wie auch immer. Und um das Risiko zu minimieren, machen wir das Ganze zusätzlich noch über offenem, freien Meer, wie ihr seht. Das heißt, wenn was abstürzt, ist alles, was an Schaden entsteht, unser Schaden. Ich habe da natürlich auch jedes Mal bei so einem Test ein bisschen Bauchschmerzen, denn gerade jetzt hier mit dem neuen OcuSync-System, wo wir so weit Reichweite schaffen, nämlich im CE-Standard quasi bis zu 5 Kilometern, da ist natürlich die Frage, ob natürlich der Akku nicht sogar das erste ist, was hier zur Neige geht. Wir hatten jetzt hier einen ganz kurzen Bildaussetzer, das lag aber in erster Linie daran, dass ich die Antennen überhaupt nicht ausgerichtet hatte und in die falsche Richtung geguckt hatte hier mit meiner Fernsteuerung. Ich habe das jetzt nochmal neu ausgerichtet, setze jetzt hier den Marker auch mal ein bisschen höher, dass wir ein bisschen steigen. Natürlich sind wir hier auf offenem Meer, da werden viele wieder sagen, das Ganze ist ja dann nicht vergleichbare Umgebung. Aber was ist die vergleichbare Umgebung? Ob ihr das nun innerorts irgendwo macht, wo es natürlich streng verboten ist, aber da ist es ja auch wieder keine vergleichbare Umgebung für die, die auf Freiland fliegen. Genauso umgekehrt für die, auf Freiland fliegen, wenn die es draußen testen, dann ist es keine vergleichbare Umgebung für die, die irgendwo in engeren Gebieten fliegen. Wir haben hier schon relativ starke Funkaussetzer, relativ früh, also das ist ein bisschen überraschend. Also zweimal kurz. Das Meer kann natürlich entsprechend hier reflektieren. Die Verbindung ist aber sofort wieder da. Das war nichts Längeres und es scheint jetzt auch wieder stabil zu sein. Wir sind jetzt allerdings auch schon bei über einem Kilometer Entfernung. Also es ist schon echt ordentlich, was wir hier haben. Wir haben den gleichen Reichweitentest auf offenem Ozean ja auch gemacht mit der DJI Mavic Air. Ich blende euch das mal hier oben ein. Und da war bei 1,4 Kilometern bereits Schluss.
Diese Hürde knacken wir jetzt bereits gleich. Ich zeige euch auch mal kurz, dass wir hier wirklich im CE-Modus sind, also nicht im FCC-Modus, indem ich hier mal in die Einstellungen reingehe. Moment, ich muss den Tapfly-Modus erst wieder aktivieren. Wir haben hier kein Bildübertragungssignal bei 1200 Metern. Wir wollen hier schon die Rückkehrfunktion will schon auslösen. Ich nehme einfach mal ein bisschen an Höhe zu. Vielleicht ist das Problem. Wir sind hier nicht sonderlich hoch, aber auch nicht sonderlich weit gekommen bis jetzt. Wir sind bei 1,4 Kilometern. Ich nehme noch mal ein bisschen an Höhe zu. Fernsteuerung erfährt starke Interferenzen. Das heißt, das ganze Problem ist auch hier auf der Fernsteuerungsseite aktuell. Das kann dran liegen, dass hier natürlich sehr viele WLANs und so weiter sind, der Umgebung, wo wir sind. Es soll schon wieder die Rückkehrfunktion ausgelöst werden. Ich verneine das erstmal. Kein Bildübertragungssignal. Und wir fliegen weiter, sind jetzt aber auch schon bei 1500 Metern. Das ist schon sehr interessant. Ich habe gedacht, das Ganze reicht viel weiter, ohne jegliche Probleme. Besonders in Deutschland, wo man ja relativ viele Frequenzen hat, da passiert relativ wenig. Aber was ich euch zeigen wollte, ich gehe mal kurz hier in die Funkübertragungsfrequenzen. Und dort seht ihr auch, dass wir im CE-Modus sind. Das seht ihr daran, dass das Feld benutzerdefiniert ausgegraut ist. Denn ihr könnt benutzerdefiniert keine Kanäle auswählen, ja, wenn ihr im CE-Modus seid, das ist nur im FCC-Standard möglich. Das heißt, ich fliege hier auch in dem Modus, der eigentlich nur für Europa und CE-Gebiete gedacht ist. Also 1:1 vergleichbar mit dem, was wir auch aus Deutschland her kennen. Das sind übrigens die verschiedenen, ja, sag ich mal, Zertifizierungsgeschichten, die die Länder oder Konsortien sozusagen bilden. CE, FCC, FCC ist Nordamerika. Und verschiedene andere Länder, die lassen einfach mehr an Übertragungsstärke und so weiter zu. Und in Deutschland und Europa ist ja alles relativ restriktiv. Da gilt der CE-Standard, da sind wesentlich geringere Übertragungsstärken erlaubt. Und deswegen ist da die Reichweite auch geringer. Das neue OcuSync 2.0, was wir hier in der DJI Mavic 2 Pro und DJI Mavic 2 Zoom haben, das soll ja bis zu 9 Kilometer im FCC können und eben 5 Kilometer im CE, weil CE ja ein bisschen beschränkt ist. Wir sind jetzt hier bei 2 Kilometern und einer Höhe von 239 Metern. Schauen mal, wie weit das Ganze noch geht. Zwischendrin immer mal kurze Abbrüche, aber mit der Meldung, dass es hier eben fernsteuerungsseitig Interferenzen gibt. Das fängt sich aber dann wieder relativ schnell und wir machen mal locker weiter. Sind jetzt bei 2,2 Kilometern. Der DJI Mavic Air, die ja auf dem Wi-Fi-Standard und nicht auf dem OQ-Standard beruht, hatten wir nur mit Mühe und Not, sage ich mal, die 1,4 geschafft. Jetzt sind wir hier bei 2,3 Kilometern. Die Bildübertragung ist jetzt langsam komplett weg. Hindernisvermeidung ist deaktiviert, kommt jetzt hier und er will als zurückkehren. Ich verneine ihm das mal. Stelle mich jetzt mal hier ein bisschen senkrechter. Ah, das liegt vielleicht auch daran, dass ich auf dem Fußboden gesessen habe und da dann das Signal zu flach übers Meer geht, versucht die Antenne mal optimal auszurichten. Und wir marschieren lustig weiter, sind jetzt bei 2,4 Kilometern. Ich hatte eigentlich eher hauptsächlich Angst, dass der Akku sogar das Problem sein könnte, weil wenn wir 5 Kilometer geflogen wären, dann wäre vielleicht sogar der Akku vorher alle gewesen, bevor wir die 5 Kilometer erreicht hätten. Aber so weit scheinen wir jetzt vielleicht gar nicht zu kommen. Mal gucken. Aber das Problem scheint wirklich gewesen zu sein, dass ich hier gesessen habe und dann das Signal zu flach übers Meer peitscht, sozusagen von der Fernsteuerung. Wenn ich jetzt hier stehe und die Fernsteuerung ein bisschen hochhebe, ich bin auch nicht irgendwo erhöht, sondern direkt hier quasi auf Meeresniveau und das ist wahrscheinlich das Problem. Gar nicht mal die Drohne, sondern ich und meine Position hier. Wir haben aber wieder schwaches Signal. Das neue OcuSync übrigens, das neue OcuSync 2.0, was in der DJI Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom mit drin ist, das ist ja nochmal verbessert worden. Das heißt, da steht ja jetzt ein Dual-Band-Radio zur Verfügung, also zwei Frequenzen, nämlich 5,8 GHz und 2,4 GHz, wo das System automatisch selbstständig entscheidet, was ist die bessere Frequenz. Das gab es vorher nur in den Wi-Fi-basierten Systemen, die aber viel kürzere Reichweite haben. Aber beim OcuSync war alles immer auf 2,4 beschränkt. Hier ist man jetzt auch ein bisschen flexibler. Dürfte aber in der Weite nicht so viel bringen, weil in der Weite so oder so immer 2,4 meistens genutzt wird und 5,8 für den Nahbereich in der Regel, weil 5,8 GHz nicht ganz so weit reicht.
Wir fliegen weiter und haben die 3-Kilometer-Marke geknackt. Das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Das ist ja viel mehr, wie wir in Deutschland brauchen. Da sind wir ja, wie gesagt, mit unseren 300 Metern so ungefähr für Sichtreichweite am Limit. Und das, was wir jetzt hier an Extremtest machen, das ist quasi nur ein Puffer für Deutschland. Falls ihr mal um Bäume oder Gebäude rumfliegt, dass ihr auch dahinter noch erreichbar seid. Probiert das auf jeden Fall in Deutschland nicht aus, sondern überlasst das uns hier, wo wir es auch dürfen und wo nichts passieren kann. Und schaut euch das einfach in Ruhe an, dann könnt ihr euch zurücklehnen und habt keine Angst um eure eigene Drohne. Wir haben hier schon ein bisschen Bauchschmerzen, wie gesagt, weil wenn der Akku zu Neige geht oder irgendwas passiert und zumal ich hier auch den Return to Home sehr oft abgebrochen habe, ruckzuck ist das Ding natürlich weg und hier im Ozean sicherlich nicht wiederzufinden. Wir sind hier auch nicht in irgendeinem kleinen Meer, sondern wie gesagt am Ozean, wo wir das Ganze auch legal testen dürfen bzw. können, weil es hier eben kaum Drohnenregeln gibt in dem Land, in dem wir uns befinden. Da wird höchstens die Privatsphäre relativ eng gesehen, deswegen kann es sein, wenn wir jetzt Return to Home irgendwann machen, dass ich euch hier ein bisschen was ausblende sozusagen vom Landstreifen, damit wir hier nicht irgendwo in einen Drogenbaron-Kartell-Knast kommen. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Von daher werde ich hier die Landpartie dann sicher ausblenden, wenn wir irgendwann dann gleich zurückgedreht werden zum Return to Home. Wir sind jetzt aber schon bei 3,6 Kilometern. Also wir nähern uns doch Stück für Stück den 5 Kilometern. Unglaublich. Wohl immer mal kurze Abbrüche. Aber das ist der große Vorteil auch von dem OQ-Sync, um euch das mal zu erklären. Die Wi-Fi-basierten Systeme, die müssen ja auch immer nach den Wi-Fi-Standards funktionieren, die ja festgeschrieben sind. Und da ist eine relativ komplizierte Kommunikationsaushandlung, wo jedes Mal, wenn eine Verbindung abgebrochen ist, wieder Signal neu ausgehandelt werden muss mit dem Empfänger und so weiter und so fort. Und das dauert relativ lange. Deswegen ist die Verbindung dann auch immer lange weg oder wird permanent abgebrochen. Und das ist hier beim OQ-Sync-System anders. So, ich glaube, wir haben jetzt die Grenze erreicht. Beim OQ-System ist das, OQ-Sync-System ist das anders. Da kann man viel schneller wieder drauf zurückgreifen auf das Fluggerät und deswegen sind die Aussetzer hier sehr kurz und das Bild auch sofort wieder da und das ist auch der große Vorteil. Und mit verschiedenen anderen Optimierungen erreicht man dann halt hier diese Reichweiten und wir hangeln uns jetzt mit starken Aussetzern langsam aber sicher an die 4 Kilometer. Also ich würde fast mal sagen die 4 Kilometer, jawohl, wir haben sie geknackt, 4 Kilometer, 4009 Meter, gigantisch. Das ist schon ein sehr gutes Ergebnis, da habe ich am Anfang wie gesagt gar nicht mit gerechnet, dass wir es schaffen. Das freut mich doch sehr und jetzt kehrt das Fluggerät zurück. Die Rückkehrfunktion ist ausgelöst. Wir sind auf der Rückkehr. Sind hier draußen ganz weit bei den Schnellbooten und düsen wieder zurück. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es auch. Das war aber noch nicht mal, wenn ich es richtig sehe. Es wird ja eingeblendet, verbleibende Batterie reicht nur noch für die Rückkehr. Jetzt automatisch zum Startpunkt zurückkehren. Das heißt, es war noch nicht mal unbedingt die Aussetzer, die hier das Problem hervorgerufen haben, sondern die Batterie. Wir hätten sogar vielleicht noch ein bisschen weiter fliegen können, aber bei 4 Kilometern war hier einfach Schluss. Und die Batterie hat gesagt, das reicht jetzt gerade noch so für den Rückflug und wir kehren zum Zielpunkt, zum Startpunkt zurück. Das wollen wir natürlich auch nicht abbrechen, weil dann ist die Drohne definitiv weg, wenn wir zwar Signal haben, aber eben keine Batterie mehr. Das ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Test, würde ich sagen, mit 4 Kilometern. Doch sehr spannend. Rückwärts scheint die Übertragung hier ein bisschen schlechter zu sein. Immer mal schwaches Signal. Das ist, kommt aber darauf an, ob die Antennen vorne oder hinten eben stärker oder schwächer sind. Wir sehen hier den Rückkehrreiseflug. Der wird sogar noch angegeben mit 3100 Metern, also noch 3,1 Kilometern. Die Akkureichweite sinkt. Und jetzt wird es wirklich spannend, ob wir es zurückschaffen. Man sieht da natürlich oben den Punkt laufen. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, wie lange die Flugzeit war, bis wir dort waren. Aber wir sind jetzt hier schon 18,24 Minuten unterwegs. Das heißt, wir können im Video auch zum Schluss genau ablesen, was die Akkulaufzeit ist. Weil wir sind hier permanent mit mittlerer Geschwindigkeit geflogen, nicht im Sportmodus. Aber das bringt wahrscheinlich nichts, weil da der Akkuverbrauch höher ist wie der Geschwindigkeitsgewinn. Das heißt, wer denkt, im Sportmodus kommt man weiter mit dem Akku, das ist auch ein Durchschluss, denn da wird ja viel mehr Energie verbraten, wie man eigentlich braucht für die Strecke. Wir sind jetzt hier bei 17 Minuten. Der Akku wird ja angegeben mit 30 Minuten. Das heißt, es dürfte spannend werden, wie lang die Akkulaufzeit in Summe sind. Beziehungsweise, nein, 17 Minuten ist ja noch die verbleibende Rückkehrflugzeit, wenn ich das richtig sehe.
Wir schauen einfach mal und ich rechne euch nachher zusammen anhand der Videodauer, wie lang wir da wirklich unterwegs waren unterm Strich. Ah, ich sehe ja rechts unten, wie lang das Video schon läuft, genau. Das ist die Zahl, die ich die ganze Zeit hier auf dem Bildschirm gesehen habe. Also wir sind 13,34 Minuten unterwegs und gucken mal, wie lange wir noch bis zurück brauchen. Und dann anhand von der Zahl können wir dann ja erkennen, wie lang die Akkureichweite in Summe ist und auch im effektiven Betrieb ist. Wir haben hier so ein bisschen leichten Wind, nicht zu viel Wind. Im normalen Videobetrieb fliegt man ja ab und zu mal schnell, dann wieder langsam zum Filmen und so weiter. Deswegen dürfte das hier auch trotzdem ziemlich realistisch sein, wenn wir permanent mit durchschnittlicher Geschwindigkeit geflogen sind, für eben die Akkureichweite. Wir kommen näher und näher. Wir haben noch 1700 Meter. Ich hoffe mal, dass das Ganze gut läuft und wir wieder zurückkommen. Ich schwenke die Kamera, den Gimbal extra ein bisschen runter, dass wir hier vom Strand nicht zu viel mit drin haben und von den Gebäuden und so weiter, um hier eben Privatsphäre technisch keine Probleme zu bekommen. Das ist natürlich ein etwas langweiliges Bild für euch, aber dafür erzähle ich euch ja hier die ganze Zeit schöne Geschichten sozusagen. Seit wir unter den 2 Kilometern sind, ist hier die Verbindung, die Bildverbindung auch wieder sehr stabil. Wir haben noch 1300 Meter und das Ganze sieht gut aus. Ich habe jetzt schon langsam die Hoffnung, dass wir es auf jeden Fall schaffen werden. Das geht ja ruckzuck, dass so eine Drohne da dann auch mal weg ist, wenn die Flugzeit falsch berechnet wird. Vor allem dann, wenn die Windverhältnisse, und da weiß ich nicht, wie gut die DJI mit einkalkuliert. Prinzipiell können sie das, weil sie merken ja, wie die Drohne im Wind steht und wo der Wind herkommt. Aber ob sie das mit einkalkulieren oder nicht, da lässt ja keiner mit genauen Details raus. Und da ist natürlich die Frage, ob gegen den Wind geflogen wird, rauswärts oder mit dem Wind. Und wenn man rauswärts mit dem Wind fliegt, dann ist natürlich das Problem, dass man rückwärts Gegenwind hat und wenn der nicht einkalkuliert ist, dann kann das Ganze natürlich zu Problemen führen. Wir haben noch 680 Meter. Sind auch auf einer ganz großen Höhe hier. Ich breche jetzt den Rückkehrflug erstmal ab, gehe manuell ein bisschen in Bodennähe. Dann sink mal ein bisschen, wir sind ja hier noch ziemlich hoch. Und dann könnten wir vielleicht sogar die Drohne noch ein bisschen in der Luft lassen, um eben zu schauen, was unsere genaue Flugzeit denn überhaupt ist. Wie lange wir noch fliegen können. Selbst hier in naher Umgebung kommt es noch zu starken Interferenzen, wie wir angezeigt bekommen. Sind jetzt hier 300 Meter von mir entfernt. Ich bin hier auch auf so einem Ausleger, wo quasi noch weniger passieren kann, weil ich nicht mal in Strandnähe bin. Ich komme jetzt von der Höhe erstmal runter auf normales Niveau. Die Funkverbindung ist hier noch relativ stabil. Ich drehe mich jetzt auch mal auf offenes Meer wieder. Da kann ich dann wieder schön nach oben schwenken, dann habt ihr ein bisschen mehr Aussicht. So, und dann komme ich rückwärts ein bisschen zurückgeflogen. Und jetzt mache ich für euch noch ein bisschen hier den Akkutest. Wir haben noch ziemlich viel Akku übrig. Also der Akku ist sehr positiv berechnet. Wenn ihr hier mal schaut, sind jetzt noch 13 Minuten Flugzeit übrig. Und das, obwohl eben der Return to Home wegen dem Akku ausgelöst hat. Das heißt, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen rumfliegen, auch ein bisschen mit Vollgas vor und zurück, damit wir dann schauen, wie lange der Akku geht. Das Ganze werde ich euch jetzt hier mal in Zeitraffer zusammenschneiden, dass ihr nicht die ganze Zeit dabei sein müsst. Und kurz vor Ende blende ich euch dann nochmal mit ein, sodass wir sehen, wie lang war denn überhaupt nun die Flugdauer. Und dann haben wir gleichzeitig nicht nur den ultimativen Reichweitentest im CE-Standard, sondern haben auch den ultimativen Akkutest mit maximalem Risiko für die Drohne, aber minimalem Risiko für alle anderen. Und dann sind wir gleich wieder zurück.
Wir haben jetzt übrigens mittlerweile schon wieder über einen Kilometer Distanz zugelegt beim Darumfliegen und das noch nicht mal in gerader Luftlinie, sondern im Zickzackflug, um den Akku weiter zu verbrauchen. Das heißt, der Akkupuffer ist hier doch sehr groß, der mit eingerechnet worden ist. Wir bekommen jetzt hier wieder die Akkuladung, das heißt, ich mache mich wieder manuell auf den Rückweg. Aber ein Kilometer mehr wäre sicherlich noch gegangen, aber bei 4 Kilometern Entfernung wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr Puffer eingerechnet wie nötig, was ja auch gut so ist. Deswegen bleibt die Frage offen, ob die 5 Kilometer nicht sogar schaffbar gewesen wären. Es gab zwar massive Abbrüche, aber eben auch das Bild war sofort wieder da und in voller Qualität da. Und hier ist ja sogar eine HD-Übertragung in das Smartphone zur App rein. Also braucht man da sehr viel Bandbreite und ein sehr gutes Signal. Das heißt, die 5 Kilometer sind gar nicht mal so unrealistisch als wirklich absolutes Maximum, wenn man an die äußersten Grenzen der Drohne geht. Und da sind wir jetzt nah dran gewesen und da sind dann die Herstellerdaten dann doch gar nicht so weit von entfernt. Wir haben jetzt hier die massive Akkuwarnung. Ich bin dann doch noch ein bisschen weit rausgeflogen. Fliege jetzt hier mal schnell manuell zurück und lande dann doch, dass wir die Drohne nicht noch versenken, obwohl wir es eigentlich sogar schon geschafft haben. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Ich bin schon in direkter Nähe von mir, eigentlich sogar direkt über mir. Wir setzen zum Landeanflug an und bringen die Drohne zum Boden. Ist die Flugzeit oder zumindest die Aufnahmezeit, die wir jetzt hier erreicht haben. Ich setze mich mal neben die Drohne. Ihr seht, dass ich hier bin im Bild und damit sind wir erst einmal durch. So, der ultimative Reichweitentest ist vorbei. Mein Puls ist immer noch auf 180. Das ist unglaublich, was einen das immer mitnimmt und wie viel Spannung da doch dann mitspielt, wenn man das Ganze ausprobiert. Letztendlich haben wir das ein paar Mal schon gemacht, wie unser Reichweitentest für die DJI Mavic Air. Aber trotzdem ist das immer noch mal spannend und das ist auch ein persönlicher Rekord hier mit diesen 4000 Metern quasi. 4087 Metern, die wir hier geschafft haben. So weit war ich auch noch nie mit einer Drohne weg und das ist wirklich unglaublich. Natürlich sind es nicht ganz die 5000 Meter, die wir geschafft haben, aber wir haben ja auch am Anfang gesehen, relativ viele Funkabbrüche, die wahrscheinlich sogar mehr daran lagen, dass ich eben gesessen habe und mit der Fernsteuerung relativ flach über dem Meer war. Als ich dann mich hingestellt habe, ist das Ganze aber schon wesentlich besser geworden. Wir haben dann ein klareres Bild gehabt. Die Funkabbrüche waren auch nur sehr gut. Das lag wohl daran, dass eben dieses neue OcuSync-System wirklich hervorragend funktioniert. Denn die Übertragung ist da sofort wieder da. Man hat das Bild gleich wieder und man kann trotzdem noch weiterfliegen. Das funktioniert wirklich sehr gut. 4000 Meter sind wirklich mehr als beachtlich. Wie gesagt, ihr dürft das in Deutschland nicht machen, dort auf Sichtreichweite fliegen, aber dadurch habt ihr einfach einen Mega-Puffer. Also auch wenn ihr mal hinter Gebäuden fliegt, beziehungsweise dürft ihr ja auch nicht, aber zwischen Bäumen fliegt oder so, wo ihr die Drohne noch in Sichtreichweite habt, dann habt ihr da einfach Mega-Puffer durch dieses super Übertragungssystem, damit das alles gut funktioniert. Also für Thema Reichweite, denke ich mal, auf jeden Fall ein super Ergebnis. Die Akku-Reichweite haben wir jetzt hier 24 Minuten gehabt, also 24 Minuten gefilmt quasi. Das, denke ich mal, ist ganz okay, ist aber noch ein bisschen weit weg von den 31 Minuten, die DJI hier angibt. Aber da ist es ein bisschen ähnlich wie im Automotive-Bereich mit Auto-Elektro-Reichweite oder eben Benzinverbrauch und ähnliche Geschichten. Da wird natürlich immer ein bisschen hochgepokert, um ein paar Kilometer mehr zu haben wie die Konkurrenz. Wir haben aber auch gesehen, wir haben noch 20% Restreichweite gehabt quasi, beziehungsweise 20% Restakku. Den kann man nicht ganz leer fliegen. Spätestens, glaube ich, bei 10% landet die Mavic. Aber da wären wir dann zumindest noch mal auf 27 Minuten gekommen, wenn man die
diese 10% dazu rechnet von den 20% und 27 Minuten, 31 Minuten ist jetzt nicht so weit entfernt, sage ich mal. Ist ganz okay, ein bisschen Schummeln sei da erlaubt, weil das sind wirklich super Reichweiten, auch gegenüber der Konkurrenz und eben für diese Performance und Kameraqualität. Natürlich muss man auch nochmal dazu sagen, wir sind auch nicht unter Optimalbedingungen geflogen, denn die normalen Akkulaufzeiten werden immer angegeben mit einer festen Geschwindigkeit, ohne Wind und ohne alles. Wir sind ja schon enorm aufgestiegen. Wir waren ja, glaube ich, auf 500 Metern, sind auch relativ schnell geflogen und durchgängig quasi mit Beschleunigung geflogen. Von daher, denke ich mal, passt das ganz gut, was die Akkulaufzeit angeht. Die Sonne brutzelt mich hier gerade ganz schön weg. Außerdem muss man noch sagen, ich habe ja auch noch eine ganze Ecke Restakku gehabt bezüglich Reichweite. Das heißt, es hat uns ja die Reichweite eigentlich der Akku beschränkt. Bei 4000 Metern war Schluss, weil der Akku gesagt hat, zurückkehren. Die Abbrüche waren da auch schon massiv, aber vielleicht wäre es noch ein bisschen weiter gegangen bis 5000 Metern. Ich habe aber natürlich nicht gewusst, wie viel Puffer im Akku mit eingerechnet ist. Das heißt, es hätte ja auch sein können, dass es knapp kalkuliert ist, uns gerade noch für den Rückflug reicht. Das war aber großzügig berechnet. Wir haben ja gesehen, ich bin dann nochmal fast wieder 1000 Meter rausgeflogen, wieder zurück. Und der Akku hat noch gereicht. Das heißt, das war einfach großzügig kalkuliert. Ist auch gut so und besser so wie andersrum. Von daher wären die 5000 Meter vielleicht sogar knackbar am Rande des Maximums, sage ich mal. Aber es ist ja auch nur Maximalwert. Und ob 4000 oder 5000 Meter, wie gesagt, der Akku ist da schon fast das Limit und da macht es auch keinen Sinn, drüber nachzudenken, ist der FCC-Standard jetzt besser oder der CE-Standard. Also FCC ist definitiv besser, aber was will man mit mehr, wenn der Akku nicht für mehr reicht? Von daher denke ich mal ein bombastisches Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, dass wir den Test hier für euch gemacht haben. Auf jeden Fall gerne ein Like hinterlassen, unten kommentieren, was ihr kommentieren wollt. Abonniert unseren Kanal und drückt auch die Glocke, damit ihr bei den nächsten Videos wieder benachrichtigt werdet, automatisch. Ich muss jetzt wieder nach Hause fliegen, denn ich bin ja extra nur für euch hierher geflogen, um kurz den Test zu machen. Nein, Spaß beiseite. Ich lege mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen in die Sonne oder schmeiß mich ins Meer und komme dann in Kürze zurück und dann geht es weiter mit neuen Videos. Ich freue mich schon. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal.